Na, das hat übelst viel Spaß gemacht, ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich dich in die Liga AG eingeladen habe. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen. Ach, jetzt erst? Okay. Gute Antwort. Ich lass gleich ein Foto machen, das du für deine Anmeldung benutzen kannst. Okay. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Tara wieder stinkig. Sind das mit den Fotos ziemlich ernst, weißt du? Oh, da war noch was. Da kriegst du noch TM von mir, weil du ein Top-4-Mitglied besiegt hast und so. Hab total vergessen, einen einzupacken. Momentchen, bin gleich wieder da. Das ist nicht biometrisch. Damit geht die Anmeldung nicht. Nein, Hauke. Du musst bedenken, dass Einal auf USA basiert. Also ist es eh scheißegal. Es ist nicht Deutschland. Wenn wir irgendwann die Pokémon-Region für Deutschland haben, dann kannst du nochmal damit kommen. Sorry, dass du warten musstest. Da bin ich wieder. Das war's. Du hast die Top 4 der Blaubeerliga besiegt. Dafür kriegst du natürlich die versprochene Belohnung. Hier. Der Drachenschrei. Das anspornende Drachengebrüll hebt die Moral aller Mitstreiter und erhöht ihre Volltrefferquote. Der Effekt ist stärker, wenn sie vom Typ Drachen angehören. Ui. Das bisschen Staub stört dich doch nicht, oder? Du hast dich echt in kürzester Zeit in der Blaubeerliga nach oben katapultiert. Bin mächtig beeindruckt. Jetzt muss ich nur noch bis zur Spitze durchziehen, oder Girl? Nur wer alle Blaubeer-Top 4 besiegt hat, darf den aktuellen Champ Joe herausfordern. Na endlich, ich warte schon ewig. Von dir hätte ich erwartet, dass du die Top 4 schneller besiegst, Jesse. Sag mal, Joe, du bist ja richtig versessen auf Jesse. Das sagt der Richtige. So fleißig, wie du sie unterstützt. Ich habe nur getan, was jeder gute Bro tun würde und wandert zu einer neuen Schülerin. Von wegen. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber damit ist jetzt eh Schluss. Jesse, lass uns ein für alle Mal herausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist. Endlich ist es soweit, ich bin gespannt. Für den Kampf um Platz 1 kannst du dich beim Empfang am Eingang melden. Na dann, spann mich nicht länger auf die Folter. Auf geht's. Hat er nicht auch gesagt, weh, wir verlieren? Haben wir einmal. Ja nun. Sagt ihm das nicht. So. Heilen. Deshalb war er so wütend, weil ich verloren habe. So, und wenn ich jetzt meinem Seraphel Drachenschrei beibringe und ihm Level abgebe, entwickelt es sich. Okay. Dann, machen wir das doch mal. Dann darfst du auch gleich wieder mit ins Team zurück. Und Fatalica eigentlich auch. Ich denke mal, mit dem Team würde ich es auch machen. Ich mag Buino echt gerne. Rosaluna ist cool. Fatalica, Seraphel, Ogapon, Briduradon. Joa, ich glaube, das ist ein gutes Team zum Kämpfen. Moment. Einmal kurz noch die Items checken. Salt West. Joa, ist gut. Ist auf jeden Fall gute Angriffe. Seraphel. Nimm mal eher was Offensiveres. Wobei ich nicht weiß, wie sich deine Werte gleich verändern. Mal gucken. Der Rest kann eigentlich so bleiben. Gut, dass du auch nochmal einen Spezialangriff Minuswesen hast. Solltest echt nicht speziell getroffen werden. So. TM. Der Drachenschrei. Einmal beibringen. So, statt des Doppelschlags. Dann drücken wir dann noch ein Level ab in die Hand. Zwei reichen? Ja. Oh! Seraphel entwickelt sich! Sieht schon witzig aus. Der Hydrapfel. Sieben sogenannte Schlangel leben in einem Apfel aus Nektar. Das ist der Kleine in der Mitte, ist der Anführer. Das sieht schon stylisch aus. Launenlaser, was? Okay. Es kann stärker werden. Aber da steht manchmal. Was heißt manchmal?
Schauen wir mal kurz. 30%. Ja, das ist für mich gut genug, um statt des Drachenbalzes zu nehmen. Drachenpuls. So eine Mischung aus Energieball und Drachenpuls, daraus kam der Drachenball raus. So. Kannst du noch irgendwas Cooles lernen? Weil du hast jetzt aktuell nur, naja, Pflanzen- und Drachenattacken. Vielleicht statt der Sirupbombe. Oh, du kannst Erdbeben lernen. Und Gyroball. Bist du lahm? Du bist mein langsamstes Pokémon, hast sogar ein Init-Minus-Wesen. Angriff? Ist okay. Aber speziell wäre sogar was besser. Body Press hätten wir auch noch für eine Kampfattacke. Der Pollenknödel. Oh, der Pollenknödel. Gerade in Doppelkämpfen echt gut, um einen Mitstreiter mitzuheilen. Problem ist aber, dass er eigentlich recht lahm ist. Also es vielleicht gar nicht mehr so gut ausnutzen kann. Aber ich nehme es mal trotzdem mal mit rein. Klingt nach einer coolen Attacke. Kannst du noch irgendeine gute TM lernen? Du bist, wenn ich mal so ein bisschen durchgucke, auch recht lahm. Statt Schmarotzer vielleicht? Irgendwas noch, was ein bisschen offensiver ist? Oh, die Phantomkraft. Aber auch nicht so wirklich. Du bist eigentlich auch schon gut dabei. Ja, passt schon alles. So. Ja, dann würde ich sagen, wir können noch mal ein kurzes Päuschen machen und dann stellen wir uns mal Joe. Wo müsste ich denn theoretisch dafür denn hin? Wahrscheinlich in die Mitte, oder? Oder auch nicht? Ah nee, gar nicht. Ich muss ja zur Anmeldung. Dann stellen wir uns da schon mal hin. So. Dann bis gleich. Wisst ihr, was ich mich übrigens gerade gewundert habe? Worüber ich mich gewundert habe? Dass diese Schildkröte, ne? Dieses Pokémon aus diesem DLC, kam bis jetzt noch kein einziges Mal vor, gefühlt. Ich habe das Gefühl, irgendwie in einem. Ne, ich glaube, das war im Trailer, wo man die einmal gezeigt hat. Aber ich glaube, in-game haben wir die noch kein einziges Mal gesehen. Naja, mal gucken. Sollte ja sicher irgendwann mal noch kommen. So. Hi. Ich möchte kämpfen. Yo, Jesse. Hier kannst du dich für offizielle Kämpfe der Blaubeerliga anmelden. Mhm. Dein Name war Jesse, richtig? Ich kümmere mich dann um die Anmeldung für deinen Kampf gegen den Champ. Bitte warte einen Augenblick. Du und Joe habt euch doch angeblich gut verstanden, stimmt's? Ja. Verstehe. Ich persönlich kann mit dem Typ nicht viel anfangen. Früher hat Joe keinen Ton gesagt und hat sich immer nur hinter Hana versteckt. Null Selbstvertrauen. Aber an Pokémon-Kämpfen hatte er Spaß wie kein anderer. Da ist er richtig aufgeblüht. Und dann hat er sich irgendwann plötzlich verändert. Jetzt ist er gnadenlos. Weder sich selbst noch anderen gönnt er eine Pause. Es wird kein gutes Ende nehmen, wenn ihm nicht jemand die Augen öffnet. Ich hab's leider nicht geschafft. Hatte mich wohl zu sehr ans Leben auf der faulen Haut gewöhnt. Sorry, dass ich das dir überlassen muss, Girl. Danke für die Geduld. Die Anmeldung ist abgeschlossen. Möchtest du jetzt gegen ihn antreten? Nein, weil mir gerade noch was eingefallen ist. Ich würde gerne mich nur noch ein Item ändern. Und zwar möchte ich gerne die Ofenmaske auf Ogapon haben. Okay. Jetzt bin ich ready. Jetzt können wir kämpfen. Yes. Dein Kampf wird in Kürze beginnen. Möchtest du kämpfen? Nein! Ja, die Brückentopf hier und ich werden dich anfeuern. Ding, dong, dang.
Es folgt eine Mitteilung der Blaubeerliga. Auf dem Kampfplatz im Eingangsbereich findet gleich ein Kampf des Champs statt. Wer sich diesen Kampf ansehen möchte, möge sich im Eingangsbereich versammeln. Ding, ding, dong, ding. The body has been discovered. Wir eröffnen Kasse 3. Endlich. Ich habe mich so sehr angestrengt, um dir zu zeigen zu können, wie stark ich bin. Ich habe verrückt gebüffelt und meine Pokémon trainiert. Ich habe die Top 4 weggefickt und bin Champ geworden. All die harte Arbeit. All das. Weil du mir Ogapod geklaut hast. Alles habe ich getan, um dich hier und jetzt zu besiegen, Jesse. Der ist doch nur salty, weil wir Ogapon bekommen haben. Quaxo und Dragoran. Und weil wir ihn gefriendzont haben. Ich habe nichts falsch gemacht und ich sorge dafür, dass du das einsiehst. Oh, Niesel. Kommt da gleich ein Donner runter? So, wie war das jetzt? Moment. Rosaluna ist schneller als Bonino, ne? Zwar nicht viel, aber ja. Also wir boxen mal. Erstmal Dragoran weg. Der ist wahrscheinlich eh schneller. Oh, stimmt. Gar nicht bedacht, dass der Orkan kann. Ich habe jetzt irgendwie an eine Wasserattacke gedacht. Die kommt wahrscheinlich jetzt von dem Quaxo. Der haut jetzt einfach wahrscheinlich eine Hydropumpe draus und dann habe ich schon zwei Pokémon weniger. Oder Meteorologe. Ja. Geil. Runde 1. Ich habe nichts tun können und zwei meiner Pokémon sind dead. Fängt gut an. Den Stromstrahl und du machst mal den Launenlaser und wir gucken, zu was wir so kommen. Danke für den Regen übrigens. Als ob deine Anti-Elektro-Beere hat! Frech! Hat sogar fast ausgereicht. Aber auch ein Crit. Ja, du musst für jedes Ding, was ich gemacht habe, irgendwie noch einen Spruch bringen. Das finde ich leider echt nervig seit der 8. Gen. Boah, du hast sehr effektiv angegriffen? Echt unfair. Boah, du hast einen Crit gemacht? Echt unfair. Der Dragoran ist gerade echt ein bisschen nervig. Beziehungsweise die Kombo von den beiden ist echt nervig. Macht die Kämpfe aber lebhafter. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich einfach nur nervig, wenn der Kampf dadurch ständig unterbrochen wird. Hm. Machen wir mal das Holzgeweih auf Quack, sodass der schon mal raus ist. Ja, das ist... Solche Sachen, wie halt eben wirklich, dass ich Ogapon einsetze, das finde ich okay. Aber so Sprüche wie, boah, du hast mich mit einer sehr effektiven Attacke getroffen, wie unfair von dir. Boah, du hast einen Crit gemacht, wie unfair von dir. Das ist einfach nur unnötig. Aber ich sehe schon kommen, dass wir den Kampf eh gleich verlieren werden. Weil mein halbes Titan schon tot ist und ich habe bei ihm gerade ein Pokémon besiegt.
Ja, und du hast natürlich auch Multischuppe. Porygon Z. Ich könnte versuchen, Porygon Z ein paar KP auszulutschen. Ach so! Ogapon, mach nicht diesen! Okay. Ogapon hat einfach den Friendship-Move gemacht. Ich glaube, ich muss ihm gleich ein paar eklige Kräuter reindrücken. Ich dachte, ich hätte wirklich einfach mit einem KP überlebt, aber nein. Fuego. Stylisch. Und Olanga. Ja, ein guter Angriff. Die Sache ist, ich bin im Regen, also überlebe ich wahrscheinlich sogar noch einen Feuermove, falls er einen macht. Reflektor. Wobei, ich habe eh speziell angegriffen. Hast du einen Fokus gut? Ja, hast du. Oder machst du jetzt eine Kampfattacke? Das könnte natürlich auch einfach sein. Dark Lariat. Yo! Das hat wehgetan. Ist Olanga schnell? Und trifft Breitseite? Ja, trifft super. Wenn ich jetzt seinen Angriff senke. Das waren jetzt 160 KP knapp. Das heißt, ich krieg ein Drittel weniger. Also 100... Ja. Ich bin, glaube ich, genau auf dem Bereich von, ich könnte es überleben und ich könnte es auch nicht überleben. Aber schauen wir einfach mal. Oh. Stimmt ja. Das kannst du ja auch noch machen. Jetzt überlebe ich es mit Sicherheit nicht mehr. Was? Ach! Stimmt, du bist ja eine Fee. Ich habe gerade gar nicht mehr drüber nachgedacht. Irgendwie habe ich nur den Unlichttypen in ihm gesehen. Das Problem ist, Fatalice ist leider genau das falsche Pokémon dafür. So vom Typing. Das ist aber auch eine hässliche Fee. Ja. So, dann muss ich Fatalice leider jetzt einmal dafür benutzen, dass ich jemanden wiederbelebe. Wer ist denn wahrscheinlich am hilfreichsten? Ich glaube sogar wirklich Bonino. Oh, nice. Der hat einen Tiefschlag auf Fatalice gemacht. Jetzt kommt wahrscheinlich eh nochmal Dark Lariat. Wobei, Fatalice hat eine gute Verteidigung. Oh, never mind. Hallo, Flammenblitz. Er hat trotzdem überlebt. Yo! Nice. Jetzt verliere schon endlich. Ich gebe doch schon alles. Oh, Hydrapfel. Stimmt. Er hatte Sirapfel. Hanna hatte Fatalice. Oder? So. Drachenpuls. Bin ich schneller als Fuego?
Und bin ich schneller als die Drapfel. Du hast 155, du hast 135, du hast 100. Okay, ich bin schneller als du auf jeden Fall. Könnte. Ich habe gerade keine Ahnung, wie gut die Init ist. Schauen wir einfach mal. Oh, stimmt, du kannst noch Terra, ne? Machst du wenigstens eine Drachenterra? Nein. Kampf. Unschön. Aber guter Schaden. Oh nice, ich bin wirklich schneller. Aber es reicht leider nicht. Sad. Das ist jetzt sehr unschön. Jetzt habe ich nur noch Boninu. Dann versuchen wir jetzt irgendwie das noch zu regeln. Ich würde jetzt mal behaupten, dass Hydrapfel nichts hat, um mich zu one-hitten. Und ich bin... ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Schwierig. Schneller als Fuego wäre gut. Und Hydrapfel war schneller als Fuego. Und ich bin schneller als Hydrapfel. Das heißt, ich kann Fuego rausnehmen. Und danach beleben wir jemanden wieder. Ach ja, stimmt. Das war ja auch noch da. Wobei, Moment, der kann Erdkräfte, ne? Das tut mir sehr weh. Überlebe ich eine? Ja, okay. So. Dann müsste ich jetzt irgendwas wiederbeleben, das nicht One-Hit ist. Von einer Boden-, Pflanzen- oder Drachenattacke. Ich glaube, die einzige Lösung, die da wäre, ist wirklich Fatalicha mit der Offensivweste. Und vermutlich hat es noch eine Kampfattacke. Ja, dann ist Fatalicha erst recht das perfekte Pokémon. Was durchs Reinkommen jetzt Bonino nochmal hochheilt. Reicht wahrscheinlich eh nicht, um die Erdkräfte zu überleben. Wäre aber witzig gewesen. So, wie sind jetzt deine Werte? Lass mich kurz nochmal gucken. Durch die Offensivweste habe ich immerhin eine sehr gute Spezialverteidigung. Und der Quirlschuss war doch, glaube ich, das, was ihn verbrennen kann, ne? Ja, dann probieren wir den Quirlschuss mal aus. Würde ich treffen. Ach ja, der gute Launenlaser. Er legt sich ins Zeug. Yo! Der tut weh. Vielleicht brauche ich doch einmal kurz eine Heilung. Der hat, ich würde mal behaupten, der hat gerade da die 30% getroffen. Und den doppelten Schaden gemacht. Ja, das ist die normale Variante. So, darf ich jetzt meinen Quirlschuss treffen? Danke. Das macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Da mir das jetzt aber ein bisschen gefährlich gerade ist, heile ich doch nochmal. Ich glaube übrigens sieht man das auch gerade ganz gut daran, wann halt der doppelte Schaden kommt, wenn da steht, er legt sich ins Zeug. So. Ich glaube eine Heilung noch und dann ist zumindest sein Launenlaser weg.
Weil wenn der mal mit doppeltem Schaden ankommt, ist es leider fast ein One-Hit sogar. Aber, okay, er hat die 30% Chance zum Glück nur einmal getroffen. Dann heilen wir uns nochmal ein bisschen mit dem Quirlschuss hoch. Jetzt eine X-Spezialverteidigung. Ja, ich meine, da kamen auch die anderen Köpfe. Süß. Kamen wirklich die anderen Köpfe vorhin auch einmal raus. Yo. Literally. Das war echt ein harter Kampf. Der hat echt reingeballert. Gerade der Anfang war leider sehr unglücklich bei mir. Also wenn ich da gewusst hätte, was da am Anfang kommt, hätte man das schon sehr viel besser planen können. Weil der Anfang hat mich echt viel gekostet, bevor ich überhaupt richtig loslegen konnte. Was? Was? Er hat verloren? Tja, das war's. Gehen wir. Wieso gehen die in die Richtung da hinten, wo nichts mehr ist? Wie kann das sein? Das ist nicht möglich. Nein, nein! Ihr habt beide alles gegeben. Ich war Feuer und Flamme für einen Kampf. Matt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das war ein guter Kampf, ihr beiden. Hat nur nicht so gut für dich geendet, was? Ex-Champ.